Mit dem Bild dieses hübschen Knaben, der bereits ein Jahr nach Luthers Geburt gemalt wurde, beginnen wir eine Serie von Episoden aus Luthers Leben, zusammengestellt und in Reime gefasst von meinem Augsburger Freund Arno Hildebrand. 1483 war ein bedeutungsvolles Jahr. Klein Martin, eines Bauernspross, entschlüpfte aus der Mutter Schoß. In Eisleben ward festgestellt, blinzelte er ins Licht der Welt als zweiter Sohn nebst älterem Bruder von Hans und Margarete Luder. So hieß er folglich Luder auch. Luther hieß er, ist zu erfahren, dann erst mit 29 Jahren. Als danach gerade ein Jahr herum, zog die Familie Luder um nach Mansfeld, einem schönen Ort, zur Stadtschule, ging Martin dort. Dann wurde Magdeburg gebucht, wo er die Domschule besucht. Die Eltern schickten ihn danach zur Pfarrschule in Eisenach. Martin war lerneifrig und helle, lernte Latein dort auf die Schnelle. Sein Vater, der Karriere machte, den Sohn auch finanziell bedachte. Als Hüttenmeister, Ratsherr dann, war Luder ein geehrter Mann. So führte Martin neben Streben zunächst ein sorgenfreies Leben. Freut euch auf die nächsten Tage, dann geht es weiter mit Luthers Leben. Jetzt erstmal zum Reformationstag hin. Euer Ernst.